Ich habe die künstliche Intelligenz gefragt, warum gibt es Krieg? Hier die Antwort. Es gibt viele Gründe, warum Kriege entstehen. Einige mögliche Gründe sind Macht. Manche Menschen oder Gruppen glauben, dass sie durch Krieg mehr Macht erlangen können, entweder über andere Menschen oder über Ressourcen wie Land, Öl oder andere natürliche Vorkommen. Zweitens Ideologie. Manche Kriege entstehen, weil sich zwei Gruppen in ihren politischen, religiösen oder anderen Ideologien fundamental unterscheiden und nicht in der Lage sind, friedlich miteinander zu koexistieren. Drittens Nationalismus. Manche Kriege entstehen aus nationalem Stolz und dem Wunsch, ein bestimmtes Land oder Volk zu schützen oder zu verteidigen. Viertens Ressourcen. Manche Kriege entstehen aufgrund von Konflikten um die Nutzung oder Kontrolle von Ressourcen wie Wasser, Land oder Öl. Fünftens Vorurteile. Manche Kriege entstehen aufgrund von Vorurteilen und Diskriminierung gegenüber anderen Gruppen, die aufgrund von Rasse, Religion oder anderen Faktoren unterschieden werden. Es ist wichtig zu beachten, dass es in der Regel nie einen einzigen Grund für den Ausbruch eines Krieges gibt, sondern dass immer mehrere Faktoren zusammenspielen. Das deckt doch schon tatsächlich viele Gründe ab, die tatsächlich leider immer wieder zu Kriegen auf der Erde führen, auch ganz aktuell. Insofern ist es eine beeindruckende erste Antwort, über die man dann weiter diskutieren kann. Nun kommt die Frage, bringt die Religion das Gute in die Welt? Mal sehen, wie die Antwort lautet. Religionen können eine positive Rolle in der Welt spielen, indem sie Menschen moralische Werte vermitteln und ihnen eine geistige Orientierung geben. Sie können auch Gemeinschaften bilden und Menschen dazu ermutigen, sich für das Wohl anderer einzusetzen und soziale Verantwortung zu übernehmen. Allerdings können Religionen auch zu Konflikten und Gewalt führen, wenn Menschen ihre religiösen Überzeugungen zu fanatisch vertreten oder andere aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit diskriminieren. In solchen Fällen kann die Religion das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich bezwecken sollte, nämlich Frieden und Toleranz zu fördern. Es ist wichtig zu betonen, dass die Religion an sich nicht gut oder böse ist, sondern dass es darauf ankommt, wie sie von den Menschen praktiziert wird. Eine Religion kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben, abhängig von den Umständen und der Art und Weise, wie sie interpretiert und gelebt wird. Mir gefällt an der Antwort, dass sie die Ambivalenz der Religion und die Differenz betont zwischen dem, was die Religionen eigentlich meinen und als Ziel haben. Und da würde ich sagen, alle Religionen, alle Weltreligionen wollen von ihrer Intention das Gute tatsächlich in die Welt bringen, aber dass Religion missbraucht werden kann. Mir scheint die Antwort aber sehr funktionalistisch zu sein. Also auch hier zeigt sich wieder, es gibt keine Positionierung, keine Haltung zur Religion und dann wird nur pragmatisch geguckt, was ist die Wirkung. Also eine tiefere Antwort wäre zu sagen, wer aus dem Herzen sozusagen glaubt, und das wäre nochmal ein anderer Akzent als einer Religion einfach anzugehören, der wird tatsächlich aus diesem tief empfundenen Glauben gar nicht anders können, als auch das Gute in die Welt zu bringen, das zumindest zu versuchen. Und so eine Ebene, die vermisse ich in solchen Antworten. Mein Fazit. Eine Unterhaltung mit der künstlichen Intelligenz ist eine sehr ambivalente Erfahrung. Einerseits ist es beeindruckend und fast erschreckend und beängstigend, wie die KI auf die Frage blitzschnell eingeht. Andererseits sind die Antworten aber sehr begrenzt und nur für einen ersten Einstieg ins Thema geeignet, der die eigene Auseinandersetzung und Positionierung nicht ersetzt. Problematisch ist zudem, dass die KI immer wieder Fehler macht. So gab es eine Antwort zur niederländischen Schriftstellerin Etty Hillesum, die darauf hinwies, dass sie nicht von den Nazis im Konzentrationslager ermordet worden ist. Erst auf meinen Hinweis korrigierte die KI diesen Fehler. Etwas lustiger und aber auch makaber war die folgende Geschichte. Ich gab ein Zitat von mir selbst ein. Alle Dinge, die wir sehen, können wir doppelt anschauen, als Tatsache und als Geheimnis, und fragte, von wem dieses Zitat sei. Die KI ordnete das einem mir völlig unbekannten schottischen Schriftsteller zu,
Auf meinen Hinweis, dass das Zitat aber von Rainer Obertür stammt, wurde das mit Bedauern korrigiert. Doch die KI machte mich in dieser Antwort zu einem Theologen der Universitäten Münster und Bonn, der bereits 2010 gestorben sei. Auf meine Korrektur, dass ich selbst es bin, der die Frage stellt und dass ich lebe, folgte wieder eine Entschuldigung. Bei Fragen, also zu denen man sich weniger auskennt als mit seiner eigenen Existenz, können Fehler nicht so leicht erkannt werden. Auf jeden Fall ist es aber interessant, es mal auszuprobieren und die Möglichkeiten, vor allem aber auch die Grenzen, auszuloten.